Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sind heute hier Daily-Moderatoren. Ja, sind wir. Findest du gut, ne? Ja, finde ich gut. Das ist der Marc Hagenbeck. Hi. Ich bin der Sashi und heute haben wir den 26. Februar und heute Geburtstag hat Johnny Cash. Johnny Cash, das Johnny ist ein Ding. Cash. Kennst du Johnny ich Cash? Ich liebe Johnny Cash. Du liebst ich liebe oder? Johnny Cash, ja. Ja. Sag mal ein Lied von dem. Außer Ring of Fire. Ich habe so eine CD mit Best of Johnny Cash und da sind ganz viele tolle Lieder drauf. Also ich weiß, ach, du weißt nicht zu benennen, welches Lied ich mich da entscheiden sollte. Wie sag ich, I Walk the Line vielleicht? I Walk the Line. Ja. Genau. Oder Folsom Prison Blues? Genau, Folsom Prison Blues. Ja. Das ist der erste Song auch in dem Film, I Walk the Line, wo er da in dieses Gefängnis reinkommt und die Gefangenen stampfen schon zum Rhythmus. Und dann kommt Johnny Cash. Kannst du ein Lied von ihm singen? Alle weg. Nein. Nee, kannst du ich bin nicht der gute Sänger. Ich bin eine perverse Sau, das sagt auch meine Frau. Denn ich trage einen Ring um meine Eier. Ja, okay. Das ist aber nicht von Johnny Cash. Nee, das ist nicht von Johnny Cash. Nee. Was ist noch am 26. Februar? Was gab es noch? Man kann ja über die Amerikaner sagen, was man will, aber manchmal haben sie anscheinend auch lichte Momente. Am 26. Februar 1962 wurde die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln vom obersten Gerichtshof aufgehoben. Ah, das war 62 am 26. Februar. Jawohl. Rosa Parks wahrscheinlich, diese Geschichte. Genau. Ja. Genau. Ja. Das war eine gute Sache. Das war eine sehr gute Sache. Ja, wenn sie viel Mist machen, aber da haben sie mal was Gutes gemacht. Wahrscheinlich auch. Ja. Gezwungen durch politischen Druck und so ein Kram. Da wechseln ja die Präsidenten auch ab und zu schon mal, ne? Alle paar Jahre. Wo? In Amerika. Ja, nicht so wie in Deutschland. Deswegen, in Deutschland ist es ja viel zu lang manchmal. Ja, das auch. Ne? Das habe ich jetzt gar nicht so als Spitze gemeint. Aber 1976, am 26. Februar, da räumt Spanien sein Territorium in der Westsahara und übergibt Marokko und Mauretanien. Aha. Ja, also das ist die marokkanische Flagge hier. Guck mal einer an. Ja. Westsahara hieß das früher. Westsahara, ja. Ist ja dann auch im Westen der Sahara, verstehst du? Da geht's nach Westen, ne? Der Pfeil zeigt nach Westen. Eigentlich zeigt er nach Osten, ne? Der Pfeil, wenn es ein Pfeil sein soll, dann zeigt er nach Osten, ja. Aber es ist ja nicht Westsahara, also das ist ja Marokko. Nein, ja. Das war der 26. Februar, könnt ihr das Wissen mitnehmen. Macht was draus. Besser als Computerspielen und, Und Drogen konsumieren auf jeden Fall. Natürlich, klar. Ja, auf jeden Fall die harten. Ja. Like den Beitrag hier, like den ganzen Kanal, abonniert uns, macht alles Mögliche, ja? Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.